Die Autogesellschaft in Dresden. Deutschlands verrücktester Autohandel. Du machst irgendwo was aus mit Leuten, fragst alles ab, kommst hin und stellst fest, genau das Gegenteil. Autoprofi Enrico will diesen Kastenwagen kaufen, aber der entpuppt sich als schöne Scheiße. Der hat auf jeden Fall eine richtige Klatsche gehabt, der Kollege, ne? Was für eine Klatsche dieser Ford Mustang hat, sollen die Azubis Willi und Philipp herausfinden. Geht das gut? Da habe ich sie absichtlich mal ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ob dieser Franzose in kaltes Wasser geschmissen werden muss, findet Enrico bei einer ersten Probefahrt heraus. Wer von euch kann Feuerlöscher bedienen? Nach dem ganzen Scheiß, der so über den Tag passiert, ist das nochmal so die kleine willkommene Abwechslung. Die Autogesellschaft erwacht am frühen Morgen. Über Nacht hat sich die Natur an den Autos zu schaffen gemacht und Stefan ist schon dabei, das wieder zu ändern. Solange der Chef noch nicht da ist, kann jeder entspannt seiner Arbeit nachgehen. Stress gibt es mit Sicherheit noch genug. Denn der Boss ist im Anmarsch und heute müssen wieder Autos rangeschafft werden. Schönen guten Morgen. Guten Tag. Na, alles fit? Heute geht's los. Habt ihr alle frische Klamotten mit? Ja, Zahnbürste dabei? Können wir eine dauern. Okay? Moin, moin. Ohne Kaufrausch kein Geldsegen. Dafür braucht Enrico neue Ware. Wir fahren in Richtung, nicht so weit, in Richtung Leipzig die Ecke. Wir kriegen ja auch mal wieder Autos angeboten. Und da fahren wir jetzt eben auch hin. Ne? Haben ein paar Autos rausgefischt. Zusammen mit Chefverkäufer Mike und Fahrerin Vicky kann die Tour starten. Da geht's noch mal schnell die Schlange würgen und dann fahren wir, oder? Ja. Oder wollt ihr da mitkommen? Ja, okay. This is my penis song. I wish that I had a bigger schlong. Als gütiger Boss kann Enrico aber nicht abfahren, ohne kleine Präsente zu verteilen. Hier, Stefan, ich hab noch ein Geschenk für dich. Stefan, kennst du die noch? Weißt du, was das ist? Bist du so alt? Nee, du bist nicht so alt, ne? Älter wie du. Wie alt bist du? 40. Ja, das wird nicht reichen. Weißt du, was das ist? Eine DDR-Klobürste. Ja. Weißt du, was man damit richtig geil machen kann? Felgen putzen. Wirklich jetzt, no joke. Probier's mal. Probier mal aus. Ja. Damit kannst du schön die Felgen einschrubbeln. Denn das ist jetzt ein Geheimtrick. Und die sind neu. Also, die sind, also hoffe ich jedenfalls, dass die neu sind. Ich hab noch nichts wette. Also wurde uns als neu angepriesen. Bevor wir noch mehr Scheiße labern, wir müssen los und Geld verdienen, ne? From sun up, sun down, we get money, 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 money. You can say what you want. Damit Geld verdient werden kann, soll es heute zuerst in Hohenmölsen ausgegeben werden. Zack. So, zack, los geht's jetzt, ne? Moin, moin. Grüße, dann Enrico. Hi, Stefan. Schön, dass das so spontan klappt. Na, wie immer. Bei Stefan möchte Enrico einen Mercedes Vito kaufen. Die Familienkutsche wird vom Dresdner genau unter die Lupe genommen. Denn auch gebrauchte Exemplare können gerne 40.000 Euro kosten. Warum wir jetzt hier sind bei dem Bus, hat einfach den folgenden Hintergrund, die sind sehr beliebt. Ist halt, man sagt halt bei den Mercedes-Bussen, V-Klasse wie Vito, 220er, 250er, 300er, dann sagt man halt nach, dass halt motorentechnisch ganz gut funktionieren, eine Top-Verarbeitung mit sich bringen und halt ins Verhältnis zum T5 bzw. T6 eine echte Alternative sind. Und viele schwören halt auf die Benzletten, weil sie halt halten. Das ist halt der primäre Grund, deswegen verkaufen die auch ganz gut. Und so wie der jetzt aussieht, wird er, denke ich, auch nicht lange bei uns stehen, mit der Optik einfach. Ne? Hast du mal irgendeine Klatsche gehabt? War irgendwas an dem Ding? Ich persönlich nicht. Ich habe es gerade deinem Kollegen gesagt. Ich habe den als nachlackiert gekauft. Aha. Vom freien oder Mercedes-Händler? Von einem freien Händler. Ja. Mir wurde bloß gesagt, dass es wahrscheinlich Vandalismus war. Also hier einmal Kratzer. Mit dem Schlüssel. Dann messen wir mal nach. Der ja, Mike misst schon eine Runde rum. Mal gucken, ob der Händler geflunkert hat oder ob es stimmt. Hast du das Lackschichtmessgerät? Die Vicky läuft schon. Die Vicky macht das. Oh, die Vicky. Onboard-Diagnose auslesen und Lackdicke messen. Mike und Vicky gehen ans Werk.
Laut Stefan müsste die Lackschicht durch die Nachlackierung auffällig sein. Naja, ich gucke, dass die Werte alle so ungefähr zusammenpassen. Mike hat mir vorhin so als Richtwert gegeben, wenn es über 150 ist, dass es dann die Wahrscheinlichkeit, dass es nachlackiert ist. Genau. Und dann plus so an so ein paar Problemstellen, die gerne mal nachlackiert werden. Schauen. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Nimm mir mal gleich deine Tour. Ja, passt alles. Ist nichts über 150. Vicky stellt keine Nachlackierung fest, obwohl der Bus nach einem Vandalismusschaden neue Farbe bekommen hat. Irgendetwas passt hier nicht. Ja, passt alles. Bist du ja immer ringsrum schon jetzt, oder was? Bloß die eine Stelle, die uns ja hier schon gesagt hat. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Hier. Und ansonsten war nichts über 150. Ich glaube, der höchste Wert, den ich mal hatte, war bei 110. Also brauchst du echt jetzt? Ja, kein Mist. Da haben sie da Quatsch erzählt. Darf ich auch? Entweder hat Enrico Glück und der Bus hat gar keine Beschädigung oder es hapert am Messgerät. Der Boss muss noch einmal nachmessen. Du, warte mal, ich messe mal durch. Wie gesagt, aber der muss auch mal genullt werden. Irgendwie 32 kann ich hinhauen, du. Das ist ein bisschen sehr hart. Ich habe nichts umgestellt. Nee, alles gut, Niki, das hat mit dir nichts zu tun. Technik, die begeistert. Ja. Scheißdreck. Jetzt? Aber es ist zu wenig. Das zeigt einfach zu wenig an. 46 μ, das kann nicht sein. Bei deutschen Automobilherstellern eigentlich so zwischen 80 und so 130, würde ich sagen. So um den Dreh bewegt sich das. Es gibt aber manchmal Lacke oder Bauteile am Fahrzeug, die sind ein bisschen stärker lackiert. Die gehen auch mal schnell bis 140, 150, aber dann ist eigentlich Schluss. Mal sehen hier, ob da jetzt noch was macht hier der Kollege. Ansonsten können wir das nämlich lassen. Dann müssen wir auf die gute alte händische Methode zurückgehen und nach Lackfehlern suchen. Dann müssen wir doch noch arbeiten heute. Das würde mich echt anköpfen. Ja. So. Er zeigt was an, Digi, ne? Aber eben zu wenig. Schöner Mist. Na, dann gucken wir jetzt mal. Also setzen wir meine Brille auf. Enrico geht auf Spurensuche. Wenn der Gesetzgeber verpflichtet gewerbliche Autohändler zur eingehenden Untersuchung beim Ankauf von Fahrzeugen, wenn ein Verdacht auf Fahrzeugmängel besteht. Das Problem ist, es kann ja viele Gründe geben für eine Nachlackierung. Eine Nachlackierung kann sein, die Oma ist hier irgendwie mit dem Einkaufswagen dagegen gerannt. Oder irgendwie Nachbars Hund ist hier eingeplankt. Es kann natürlich aber auch so sein, dass das Ding auf dem Dach lag. Das heißt also, für mich ist schon elementar wichtig, was für ein Schaden war hier, wie umfangreich ist der gewesen, weil das muss ich und will ich den nächsten Jahr kommunizieren können, um eben weiteren Ärger oder Diskrepanzen zu vermeiden. Und hier sieht man es jetzt auch, dass die Qualität eher mangelhaft ist oder eher wirklich eine günstige Reparaturlackierung ist, weil du hier überall Krater drin hast und du siehst die komplette Schleifspuren noch im Lack. Also das hätte auch sein können, das hätte ich gemacht, so wie es aussieht. Ne? Und man hat hier die Tür schon mit beilackiert, das sieht man hier auch gegen das Licht. Sieht man das ganz gut. Wahrscheinlich hat man hier wirklich einen Kaskoschaden gehabt. Das ist gut möglich, dass hier einer mit dem Schlüssel immer sich ausgetobt hat, ganz kurz. Und die Werkstatt gesagt hat, jo, das machen wir jetzt auf ganz dünne Tüte und stecken uns richtig Kohle ein. Das ist sehr gängige Praxis. Ne? Und der Kunde merkt es nicht. Hast du noch irgendwas gesehen, Mike? Der Kotflügel ist bei lackiert und das, was ich am allerschlimmsten finde. Ja. Moin, schönen guten Tag. Die Orangenhaut hier oben, also sie haben bis hier hoch einlackiert. Bis zur B-Säule beilackiert. Ja. Aber wenn du guckst, nee, sogar eigentlich bis Endesäule weiter hier oben ist. Mhm. Hier wird es auch richtig rau, ne? Ja. Hier auf Höhe ist der Klarlack immer verlaufen. Und ne, da war, hier siehst du das? Da war kurz der Lacker mit der Pistole zu lange drauf. Was ist diesem Benz nur widerfahren? Seitenwand hinten rechts ist erneuert. Deswegen auch die rostigen Schrauben. Also ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen über den Löffel gezogen. Die Detektivarbeit am Mercedes Vito geht weiter. Autohändler Enrico will diesen Familienvan ankaufen, doch der Stern gibt seine Vergangenheit nur mühsam preis. In den Papieren gibt es neue Spuren zum Vorbesitzer. Naja, ich habe gesehen im Fahrzeugbrief, dass es eine Firma ist. Und habe da Hoffnungen, dass man da jemanden erreicht. Vielleicht können die uns irgendwas erzählen dazu. Filmservice. Jetzt wird's aber Wildkunde. Ja, hi, der Enrico hier von der Autogesellschaft aus Dresden. Moin, grüß dich. Sag mal, ich habe vielleicht mal eine unkonventionelle Frage. Und zwar stehe ich hier an einem Mercedes-Benz Vito. So ein schicker Brauner, der mal euch gehört haben muss vor ein paar Jahren. Bringt dieser Anruf endlich den Schadensgrund ans Licht? Ciao. Ja, es war jetzt ein Angestellter, der wusste natürlich jetzt nichts. Da sagt der Chef, ist gerade nicht da. Aber theoretisch kann er mir bestimmt was dazu sagen. Weil das wäre schon wichtig zu wissen, was da los war, ne?
egal in was für ein Auto du stehst, du sollst immer versuchen, dass das Zelt in der Hose nie aufgeschlagen wird. Du musst immer sachlich, ruhig, entspannt bleiben, sonst geht's schief. Ist mir auch schon passiert, dass ich mich habe blenden lassen. Aber das kann mal vorkommen. Aber bitte nur eben mal bei 500 Autos. Mike und Enrico lassen nicht locker und tragen nach und nach die dicke Lackschicht der Historie ab. Auf jeden Fall mal ganz gut geknallt. In Dresden steht ein anderer Problemfall. Dieser 500 PS Mustang kommt mit Kupplungsschaden zurück zur Autogesellschaft. Aber wer ist schuld am Defekt? Für uns ist so eine Situation zum Beispiel schwierig. Das Fahrzeug ist wohl erst um die 1000 Kilometer beim Kunden. Und hier ist es einwandfrei gefahren. Und jetzt wird natürlich wahrscheinlich kundenseitig behauptet, ja, die Kupplung war schon defekt. Bei uns ist es super gefahren, jetzt fährt es plötzlich nicht mehr. Es ist ein Fahrzeug mit massig Leistung. Wurde dort eventuell mal versucht, auf einem Parkplatz die Hinterachse ein bisschen zum Qualm zu bringen, wo relativ schnell, wenn man da sich dumm anstellt, eine Kupplung kaputt sein kann. Da brauchen wir nicht immer 1000 Kilometer. Das geht ruckzuck. Für uns ist sowas extrem schwierig nachzuweisen. Wir werden es einfach mal ganz vorurteilsfrei angucken. Wir sind mit dem Auto selber gefahren. Also ich persönlich habe das Auto ja persönlich gekauft, bin damit Probe gefahren. Und dann haben die das Auto ja abgeholt und sind ja damit auch 200 irgendwas Kilometer auch gefahren mit dem Ding. Ohne, dass da die Kupplung rutscht oder sonst was. Weil das fällt oft, wenn die Kupplung sich verabschiedet, gerade bei dem Auto mit viel Drehmoment, in dem Fall ist das ja so bei einem Shelby GT 500, dann rutscht dir spätestens auf der Autobahn, wenn du mal durchbeschleunigst, die Kupplung durch. Und da kam nichts. Also deswegen muss die intakt gewesen sein, bin ich mir sicher. Also ich bin ja selber gefahren. Wie die Kupplung tatsächlich aussieht, bringt nur der Ausbau ans Licht. Philipp, Willi und John machen sich an die Arbeit. Hört ihr das? Was? Hört ihr das Schleifen? Ja. Wieso? Es wird ein Luftschlauch zwischen. Das ist die Kupplungsscheibe. Sobald ich die Kupplung löse, haben wir ein deutliches Schleifen. Schafft zumindest noch das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Die Kupplung hat ein Schleifgeräusch. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Das amerikanische Pony wird aufgesattelt. Ja. Ob hier Tierquälerei und unsachgemäße Nutzung stattfand, checkt John zuerst am Reifen des hinterradgetriebenen Shelby GT 500. Ich gucke mir jetzt einfach die Reifen an und das Rathaus, die Rathausschale. Und zwar, wenn zum Beispiel, gut, wenn zum Beispiel der Kunde jetzt die Kupplung mutwillig zerstört hätte, dadurch, dass er versucht hat, ein Burnout oder irgendwas zu probieren. Dann hätte man jetzt hier Spuren auf dem Reifen. Ja, da hätte man hier Ausfransungen. Dann hätte man hier, gerade hier unten, wo jetzt nur Staub und Sand ist, hätte man richtige Gummifrieseln. Und das sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre das vor kurzem gereinigt worden. Äußerlich kann John nichts entdecken. Jetzt muss das Getriebe raus, um an die Kupplung zu kommen. Diese Aufgabe blüht Willi und Philipp. Das sind zwei ganz junge Kollegen, zwei Lehrlinge. Der eine ist beim Praktikum bei uns. Der andere ist seit zwei Wochen bei uns in der Lehre jetzt. Mal sehen, wie sie sich anstellen, bin ich selber gespannt. Viele Schrauben sind es nicht. Das macht ihr schon. Alles klar. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil es ist mein erstes Getriebe und auch die erste große Arbeit an so einem Auto. Aber ich bin zuversichtlich dadurch, dass wir mit dem John zusammenarbeiten, dass wir das gut hinbekommen können. Ja, du, ganz ehrlich, an einem Mustang Shelby GT 500 mal schnell das Getriebe rausfischen. Wenn man auf Deutsch gesagt als Lehrling im ersten Lehrjahr nach vier Wochen noch nicht viele Schrauben gedreht hat, dann gleich so ein Ding zu machen, ist natürlich schon eine Herausforderung für die Jungs. Eine Herausforderung, die sie nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. In anderthalb, zwei Stunden machen wir das hier? Oder länger? Na, manchmal. Das ist Mittag dann, hä? Ob sie zum Mittag wirklich fertig sind, wird sich noch zeigen. Zuerst muss die Abgasanlage raus und die erweist sich als harter Gegner. Geht die bei dir ab? Haben wir's. Was?
Hause? Nee. Nee. Die Sitz weggerissen. Schöne Scheiße. Die erste Straße. Zu viel Kraft meinerseits. Und da hat's mir hier einmal die Schraube abgerissen. Das wird dem Lehrmeister nicht gefallen. So, Freunde der Sonne, wie sieht's denn aus bei euch? Mal gut, mal schlecht. Also diesmal hier weggebrochen. Das ist noch schon eine schöne Scheiße. Das wird wohl doch nichts mit der frühen Mittagspause. In Hohenmölsen ist Enrico auf Spurensuche nach dem, was diesem Vito widerfahren ist. Wir haben da einen Zugang bei Mercedes-Benz. Da gibt es eine Historie, die nennt sich Eva, da kannst du reingucken. Mit der Fahrgestellnummer kannst du dich einloggen. Und dann siehst du die Wartungshistorie, Erstauslieferung, wann der wie wo war, was gemacht wurde, ob sowas überzogen wurde. Und du kannst auch, wenn es bei Mercedes gemacht wurde, theoretisch auch Karosserie-Reparaturen einsehen. Aber wenn es nicht bei Mercedes gemacht wurde, dann siehst du es halt nicht. Mike telefoniert ohne Unterlass, um die wahren Gründe der großflächigen Nachlackierung zu erfahren. Hecktreffer, Heckklappe ist erneuert, Seitenwand hinten rechts ist erneuert. Deswegen auch die rostigen Schrauben. Und plötzlich lüften sich die Geheimnisse. Der Vito hat Unfallschäden, die weit über den zerkratzten Lack hinausgehen. So sieht es dann aus, wenn die Schraubenköpfe eben mit Werkzeug bearbeitet wurden, ne? Ja, ich denke mal, die brisanten Informationen hätte der Vorbesitzer für uns, aber es ist auch die Frage, ob er damit raus will, ne? Kann ja sein, da hat er kein Interesse dran. Was für ein Unfall es genau war, spielt bei der Schadensbewertung eine große Rolle. Mike fragt weiter nach. Warum mir die Kollegin dann ihre Rufnummer gegeben hat, wenn sie gar keinen Zugriff haben. Weil sie sagte, dass sie so eine Art Assistenz sind und demzufolge natürlich auch die Historie in der Dokumentation haben müssen. Ich will jetzt kein Gutachten haben, ich will einfach nur wissen, mit was wurde der eingeschleppt und wenn ja, wann. Gut, danke trotzdem. Bis dann, ciao. Da beißt du auf Granit. Stimmt's? Die Ursache des Schadens bleibt weiter im Verborgenen. Aber Enricos Erfahrung bringt Details ans Licht, die über die Wucht des möglichen Aufpralls Aufschluss geben. Also der hat auf jeden Fall eine richtige Klatsche gehabt, der Kollege. Ne? Der Airbag war auf jeden Fall auch offen. Der war offen? Okay. Also wenn es ein Unfall war und der Airbag war offen, kriegst du den Airbag mehr oder weniger eigentlich nur über eine relativ simple Vorrüstung raus. Und zwar ist hier ein kleines vorgesehenes Loch, was eigentlich verschlossen ist, mit so einem, ja, wie eben der Gummi hier. Ne? Und wenn du den Airbag tauschen willst, musst du hier mit einem Werkzeug links, rechts rein. Links und rechts. Ja, stichst du rein und hebst den Airbag raus. Und dann setzt du hier einen neuen Airbag ein. Mit Steuerteil. Entschuldigung, nochmal. Und das bleibt im Regelfall alt. Also man hätte dann das ganze Lenkrad im Zweifel tauschen müssen. Also da habe ich es auf jeden Fall hier. Ich habe das gebraucht. Auf jeden Fall mal ganz gut geknallt. Enrico informiert Stefan über die erschütternden Ergebnisse. Denn all das schien ihm nicht mitgeteilt worden zu sein. Erst jetzt erfährt er, dass sein Familienvan wahrscheinlich ein Unfallwagen gewesen sein muss. Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen in den Löffel gezogen. Da muss man gucken, wie wir jetzt weiterverfahren. Kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Ja, dann rücken wir wieder ab, ne? Es ist, wie es ist. Das gehört eben dazu. Das wusste jetzt in dem Fall der Kunde auch nie. Glaube ich ihm auch. Das ist keine Geschichte, sondern es ist einfach ein Privatmann, der einfach nur ein Auto für seine Familie suchte. Und das ist natürlich ein bisschen angestammt, ne? Ich kenne das ja aus dem FF. Da kriegst du dann schon erst mal kurz eine Krawatte. Das kann natürlich so sein, dass du hinkommst und alles ist noch besser als erwartet. Aber es kann halt auch genau so sein, wie wir es erlebt haben. Du kommst halt hin und stellst fest, dass alles eigentlich scheiße ist. Und fährst unverrichtete Dinge wieder ab. Kein Auto kaufen heißt auch kein Auto verkaufen und damit Gewinn liegen lassen. Doch ein Fahrzeug steht noch aus. Die Fahrt führt nach Sömmerda in Thüringen. Uns wurde ja noch ein Audi A5 Coupé angeboten. Ein 3 Liter Diesel ist das. Ich meine, 218 PS war das, ne? Ja. Ja. Mit Allradantrieb, also kein Frontkratzer. Der hat ja geschrieben, alles sauber, nur so wie es in der Historie. Das Schöne ist eigentlich an den Dingern, V6 hast du halt, ja, suchst du wahrscheinlich an den neueren Fahrzeugen der nach 2021, 22er Zulassung oder Erbauung vergebens. Ne? Also das sind wahrscheinlich dann Tatsache. Eine der letzten Sechszylinder-Dieselreihe wahrscheinlich. Also es sieht ja jedenfalls so danach aus. Ne? V8 Diesel sowieso Feierabend, ne? Ende Gelände. Und für den V6 wird wahrscheinlich auch bald Schicht sein. Steht hier vielleicht ein zukünftiger Klassiker? Für den Boss macht der Audi A5 auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ich denke mal, hier werden wir relativ zügig fertig sein, weil ich glaube, das Auto ist ganz gut. Nach der Ernüchterung in Sachsen-Anhalt sind das endlich gute Nachrichten. Dennoch schaut Enrico ganz genau hin. Also ich suche jetzt hier übrigens nach einer Lackkante zum Beispiel. Ne? Im Regelfall
kleben die meisten Lacker hier an die Kante rein und lackieren dann hier eben das Seitenteil. In dem Fall ist jetzt hier nichts. Das würde man auch spüren und auch meistens sehen, weil die meisten Lackierer geben sich nie die größte Mühe, das hier dann noch zu verschleifen, dass man das dann nicht mehr sieht. Also das ist äußerst selten, dass das jemand macht. Aber das sieht alles original aus. Und das ist ja schön. Sowas suchen wir ja. Keine Vorschäden, gutes Lackbild und die Aussicht auf Gewinn. Steht beim 65.000 Kilometer A5 ein Deal bevor. Die Autos sind ja nicht neu, ne? Man darf ja nicht vergessen, sollte immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das Auto hat 60.000 Kilometer gefahren. Da ist das Ding ja nicht 60.000 Kilometer an der Glasvitrine vom Vorbesitzer durch die Gegend getragen worden, sondern das Auto ist ja bewegt worden und benutzt worden. Das ist ja ein Alltagsgegenstand. Also hier und da mal ein Steinschlag, vielleicht ohne Delle, damit musst du eben leben. Wenn du das nie willst, musst du einen neuen kaufen. Das empfehle ich dann einfach jedem, ne? Oh, hier da. Das ist ein bisschen ekelhaft. Guck mal, hier hat irgendwie entweder der Dellendrücker mal es zu gut gemeint oder er hat eher noch was drunter liegen lassen. Siehst du das? Das ist die klassische Beule übrigens, ja? Das ist schon ein bisschen kurios, oder? Eine Beule, die noch für mächtig Ärger sorgen wird, denn ihr Rattenschwanz ist lang. Guck mal hier, guck mal die, kommt noch mal her in der Kamera. In Dresden wird ein Pony zerlegt. Die Frage, wer hat die Kupplung zerstört? Willi und Philipp bauen das Getriebe aus. Die Lehrlinge machen das zum ersten Mal. Schöne Scheiße. Zu viel Kraft und der Stehbolzen ist abgerissen. Auf der anderen Seite soll sich Philipp versuchen. Hast du bei dir die zweite jetzt soweit? Ich bin noch bei der ersten. Nachdem ich jetzt gesehen habe. Wie es nicht geht. Wie es nicht geht. Es kommt schon wieder gleich der Punkt, wo du merkst, langsam wird es weicher und dann. Wird es wieder fester. Mhm. Nee, noch weich ist dann ab. Na gut, oder so. So, Freunde der Sonne, wie sieht's denn aus? Wie bei euch? Es klang gerade so knarzig laut. Mal gut, mal schlecht. Also die Schrauben lassen sich exorbitant schlecht lösen. Dort und hat eine sich gar nicht lösen lassen. Die hat sich dann halt erst durch meine Kraft lösen lassen. Also die ist mir hier weggebrochen. So, das ist natürlich eine schöne Scheiße. Ja. Aber der ist hier eingeschraubt, müssen wir dann sehen, dass wir mit ein bisschen Klopfen und Heißmachen den Bolzen entfernt kriegen und den neuen einsetzen können. Gut. Ihr habt einen Bund an den Motoren. Mhm. Ja. Hier wird es natürlich richtig scheiße. Hier hast du mehr Luft, hier wird es enge. Ja, ich bin auch noch bei der unteren. Ja. Hast du jetzt schon gelöst oder was? Oder nie? Oder gar nicht? Oder? Naja, also es geht immer ein Stück voran. Du musst vor- und zurückdrehen immer schön. Ja, genau. Der John hat ja viele Jahre Berufserfahrung und hat doch den einen oder anderen Trick, wo wir jetzt als Frischlinge nie drauf gekommen sind. Dann Hammer. Hammer. Hier, nee. Hol mal bitte drinnen den großen Hammer. Ja. Nee. Ich hab bloß. Fliegenklatscher. Fliegenklatscher. Gut. Die zweite Verlängerung noch dafür? Die kurze? Ich glaube, die hat er. Willi in der Hosentasche noch? Nee, dort unten ist er. Du kannst jetzt hier probieren, indem du das mit Setzschlägen ein bisschen bearbeitest, dass sich der Rost löst, dass du mehr Luft im Gewinde hast. Wenn das nicht hilft, können wir, ja, die ist rammelfest hier. Wenn das nicht hilft, können wir immer noch mit Wärme vorsichtig arbeiten. Aber hier merkst du schon, die ist, die will gar nicht mehr, die hat hier schon. Ja, die hat gefressen. Dem störrischen Shelby GT soll ein Brandzeichen gesetzt werden. Lässt sich der Bolzen dadurch lösen? Die Hitze und gezielte Schläge könnten die Halterung des Auspuffs gängig machen. Schon Willi markiert. Ich bin in der Ensche. Auch John reißt der Bolzen ab. Ich hab grad mal geguckt. Der Stehbolzen ist noch mal in den Krümmer separat geschraubt. Also man müsste dann, wenn alles runter ist, den Stehbolzen vorsichtig rausdrehen und einfach einen neuen rein dann. Das sind wieder die typischen Charakterschrauben gewesen. Als Mechaniker sagt man das so oftmals so als Spaß so untereinander. Jetzt habe ich heute wieder eine Arschlochschraube. Und dann, wenn ein anderer rangeht und eine Schraube wegreißt, na, ist eine Charakterschraube. Die geht nicht bei jedem auf.
Das ist echt fies. Die Abgasanlage kann dennoch entfernt werden. Und das Getriebe ist bereit zum Ausbau. Geht. Doch beim ersten Mal wird das zum echten Kräftemessen. Die haben natürlich noch gar keine Erfahrung, wie schwer ist so ein Getriebe. Was macht das mit ihm, wenn man das mal 10 Minuten über den Kopf halten muss? Dass man sich da mal ein bisschen abwechselt und die Arme mal tauscht und alles. Die haben halt da gestanden und man merkte dann immer die ganze Zeit, ich kann nicht mehr. Mach's gut. Endlich liegt die Kupplung frei. Kaum noch in Kupplungsbelag. Dafür, dass die Kupplung aber an sich vom Material her, sieht ihr ja, die sieht ja nur alles hier schön blank aus. Dann 10er Nuss, Schlagschraube und dann gucken wir uns den ganzen Mist mal aus der Nähe an. Gleich wird sich zeigen, ob die Kupplung durch Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung einen Abgang gemacht hat. Enrico will in Thüringen einen Audi A5 ankaufen. Bislang macht das Coupé einen guten Eindruck. Für den Boss kann das zur schnellen Nummer werden. Nö, passt eigentlich, ne? Sonst 2-3 Dellen raus. Ja, dann machen wir noch eine kleine Proberunde, oder? Ja. So, na, dann sag ich mal Bescheid, oder? Ja. Gut, gut. Palim, palim. Können wir eine kurze Runde drehen? Doch dann, während die Kameracrew alles für die Fahrt vorbereitet, fällt Enrico doch noch ein winziges Detail auf. Guck mal hier, guck mal, Dick, komm noch mal her in der Kamera. Warte, Mike, wir brauchen noch mal die Kamera. Passt. So, Mädels, na, wir wollten jetzt eigentlich gerade schon eine Runde drehen und dann guck ich mir das Auto einfach noch mal so von hinten an. Und da fiel mir dann eben auf, dass der Kotflügel links vorne, wenn du jetzt hier in die Flucht guckst, in die Silhouette, hier bauchig raussteht. Siehst du das? Der macht hier einen Meerbogen. Das ist wie gestaucht. Und wenn du jetzt mal hier drüben guckst, habe ich erst gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Und dann guckst du mal hier drüben auf die rechte Seite und hier ist die Flucht stimmig. Ne? Hier passt es wieder. Die Suche nach dem Grund für den verformten Kotflügel beginnt. Und eine Tatsache macht stutzig. Na, der Vorbesitzer sagte, der hätte wohl irgendwie, man muss man sagen, Schaden gehabt haben wohl, aber er weiß halt nicht wo. Und bei der Historie war nichts hinterlegt und das ist für uns jetzt Anlass, noch mal genauer hinzugucken. Aber die Frage ist jetzt, wir hatten jetzt anfänglich die Vermutung, der Mike meinte gerade, es könnte sein, dass hier mal einer drauf war mit dem Werkzeug hier drin. Autoprofi Enrico kann nichts mehr überraschen. Die Ermittlung geht weiter. Kurios ist, warum ist hier was weggeplatzt oder ist das Dreck? Also ich hatte auch irgendwie mal erinnert, muss ja mal irgendwas wie die Delle in die Haube reingekommen ist. Das ist für mich jetzt noch so die Frage. Wie haben die das geschafft? Guck mal hier, siehst du das? Mhm. Hier hat man eher noch was vergessen. Hier ist die Beule. Und hier sind auch an auf dem Dom, auf der Domabdeckung hast du auch Kratzer drauf. Ja. Wie kommen die denn dahin? Siehst du das? Hier war auch einer drauf, auf der Schraube. Hier sieht man das auch, ne? Dass hier einer mit Werkzeug drauf war. Also hier ist wahrscheinlich mal einer hängen geblieben. Warum? Ob das eine Reparatur einfach nur war, auf Garantie oder auf Kulanz, kann ja alles sein. Ne? Müsste aber dann bei Audi irgendwo hinterlegt sein. Da gibt es verschiedene Varianten, Variationen, aber das war das Kuriose und das ist halt diese Gefahr. Es war nichts Genaues, Offensichtliches zu sehen. Und deswegen bin ich jetzt hier an der Nummer raus, weil ich brauche saubere Autos. Dann war das heute ein Satz mit X. Das ist eben Autohändler-Lifestyle, so läuft es. Du kannst halt Glück haben und wie gestern, da haben wir irgendwie 4 Autos gekauft, die waren alle Taco. Und heute fahren wir auf 2 Autos los und die haben beide irgendwie nie gepasst. Da habe ich keinen Bock drauf, dafür sind die Autos einfach zu teuer. Ja, das ist kein 10.000 Euro Auto, wo ich sage, ja gut, damit musst du halt leben. Ne? Da hat halt man Schaden gehabt, das Ding ist 10 Jahre alt und hat 100.000 runter. Ist halt so, ne? Aber bei so einer Bude, die dann über 30.000 kostet und irgendwie 5 Jahre alt ist, da wollen es die Leute genau wissen, was man schon verstehen kann, weil ich es auch genau wissen. Und wir machen das ja nie, um die Autos zu kaufen, die wir überall herkriegen, sondern wir machen das ja, damit wir eben die Autos kriegen, die die anderen nie haben. Gut, dann würde ich jetzt mal Tschüss sagen noch, ne? Und wir packen zusammen und dann macht ihr Feierabend, oder? Und wir auch. Weil wir fahren jetzt noch 3 Stunden hin. Guck mal, jetzt waren wir die Woche, wo ihr das erste Mal da wart, waren wir ziemlich erfolgreich. Da haben wir dort was gekauft, da was gekauft, das war eigentlich ganz geil. Jetzt waren wir unterwegs und es war keine geile Woche. Für uns, für mich jetzt aus Händlersicht eher semi gelaufen. Man hat alles. Du machst nichts im Leben für umsonst. Es kommt alles irgendwann irgendwie wieder zurück. Wie der Shelby GT500. Was hat die Kupplung am Ende zerstört? Das Fahrzeug hat 29.900 Kilometer runter.
normaler Verschleiß sieht anders aus. Die Kupplung ist ganz einfach runtergejodelt worden durch Fehlbenutzung. Wir haben überall Hitzeschäden, haben überall bunte Verfärbungen, die jetzt noch nie alt sind, weil wären die vom Vorbesitzer, wären die stellenweise schon wieder blank geschliffen. Jetzt ist für uns halt die schwierige Sache, wie kann man das nachweisen, wo das passiert ist. Dort hat es ja wirklich innerhalb kürzester Zeit den kompletten Belag runterradiert. Also wirklich, keine Ahnung wie, aber irgendwas muss damit passiert sein. Aber wir sitzen ja nie auf dem Beifahrersitz. Wir haben jetzt diesen Automaten. Ist ein Zwischenträger und zwei Kupplungsscheiben. Der ist Schrott. Das muss neu. Das Ding sieht aus wie eine 50 Jahre alte Bremsscheibe. Mit Hitzeschaden. Muss neu. Ist auch genietet dreimal. Müll. Der nächste Schritt ist, dass der Chef sich dann mit dem Kunden in Verbindung setzen wird und dort besprochen wird, wie die ganze Sache jetzt abläuft. Wie unsere Sicht der Dinge ist, wie seine Sicht der Dinge ist. Man muss sich dann irgendwie einen Kompromiss finden, denke ich. Und es geht dann zwischendurch schon, denke ich, ans Teile bestellen. Dass wir die ranbekommen, relativ zeitnah. Ich denke, dass es dann trotzdem aber bis zu mehreren Wochen dauern wird, ehe die Teile hier ankommen. Gut. Dann könnt ihr jetzt kehren. Teile im Neuwert von gut 1000 Euro wurden pulverisiert. Im Zweifel könnte Enrico auf den Kosten sitzen bleiben. Der nächste Morgen in der Autogesellschaft. Enricos Stimmung ist schlecht, denn bislang gab es in dieser Woche nur Misserfolge. Wir werden jetzt also irgendwie mal zusehen, dass wir uns die Karre jetzt mal angucken, zu Gemüte führen. Was mit den Dingern ist. Mal die Lackschichten durchgehen kurz. Um eben zu wissen, dass die jetzt hoffentlich da keinen falschen Fehler gemacht haben, die Jungs. Und dann fangen wir mal an, nach Autos zu suchen. Ne? Brauchen wir noch ein bisschen Bestand. Gestern war ja nichts, also müssen wir jetzt mit dem Arsch an der Wand kommen. Nützt ja nichts. Jetzt wieder von vorne los, die Scheiße, ne? Enricos Mitarbeiter haben vor 2 Tagen Autos in ganz Deutschland aufgekauft. Doch wahrscheinlich waren auch sie mit dem defekten Lackschichtenmesser unterwegs. Enrico will das nachprüfen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ist es das, was jetzt hier ging? Oder? Ich will es bloß mal testen. Dominik, das Lackschichtenmessgerät hast du. Jetzt hast du die Batterien schon getauscht. Ja, sieht dann nicht aus. Ist defekt. Dann bitte mal ein Mic hinlegen mit dem Zettel drauf. Ja. Dann wart ihr also auch mit dem kaputten unterwegs, richtig? Nee. Nee? Doch, ja, doch, klar. Genau, die sind mit dem kaputten unterwegs gewesen, ja. Und dann ist also auch keinem aufgefallen, dass es nicht geht. Mit einem zweiten, funktionierenden Gerät misst Enrico nach. Eine Mercedes C-Klasse ist sein erstes Opfer. So, na, schauen wir mal. So ist halt typisch. Also hier hat man jetzt eine Lackschicht drauf, ne? Hier haben wir 136 hier vorne, ne? Dann gehst du hier in die Mitte rein. 233. Das wäre jetzt eben das Thema, ob die das vor Ort festgestellt hatten. Weil wenn das Lackschichtenprüfgerät nie funktioniert hat, wäre das jetzt hier echt nicht so einfach gewesen, das festzustellen. Weil die Lackqualität echt sehr gut ist. Naja, müssen wir mal in die Historie noch mal checken. Ja. Und mal rausfinden, was da los war, ne? Gut. Ich habe nur die Probefahrt gemacht. Ja. Also okay. Die habe ich gemacht. Das okay. War so weit. Wer hat das Ding gemessen, Willi? Willi. Gut, dann rufst du mal an. Hat Azubi Willi die Nachlackierung entdeckt. Hey, Willi, moin. Moin. Du, ich habe mal eine kurze Fachfrage. Die C-Klasse, die Limousine, die ihr gekauft habt. Welche? Nur die Limousine, ihr habt doch bloß eine Limousine so, gekauft. Ja. Sag mal, nachlackierungsmäßig, hast du da irgendwas feststellen können? Genau, da hast du hinten links in der Radlaufkante, dort wurde gespachtelt. Mhm. Und dann in die Türe einlackiert. Mhm. Okay, also hast du festgestellt. Genau, und dann hatte der Kunde Bilder geschickt. Gut, okay, alles klar. Dann will ich Bescheid. Jo. Danke dir, ciao, ciao. Ciao. Mir ging es nur darum, dass die das festgestellt haben, ne? Aber scheint aufgefallen zu sein. Also scheint das Lackdicken-Messgerät einfach bei uns wirklich an dem Tag Ciao gesagt zu haben. Ne? Aber es ist auch nicht das erste Mal, also schon ein, zwei Mal ausgestiegen das Zeug. Ist zwar teuer, aber funktioniert nie. Die erste gute Nachricht für Enrico.
Zeit für ihn, sich auf die altmodische Art um weiteren Nachschub zu kümmern. Ich suche am liebsten von privat und suche halt Autos im Umkreis 100, 200 Kilometer von meinem Standort aus und versuche halt Autos zu finden, die Inseratsfehler aufweisen oder falsch inseriert sind. Zum Beispiel falsches Modell ausgewählt oder diverse Ausstellungsfeatures nicht ausgewählt. Falsche Motorisierung, Getriebe falsch ausgewählt oder gar keins, der Klassiker. Weil da weiß ich, da rufen weniger Leute an, weniger Frequenz. Die Autogesellschaft Tetzlaff, hallo? Ja, hallo, Tetzlaff hier. Mahlzeit. Handy aus, perfekt. Ich habe eine Corvette C6 Grand Sport entdeckt bei mobile.de. Genau, richtig, ich habe einen Jeep Grand Cherokee bei mobile.de entdeckt und hatte dann ein paar Fragen dazu. Kann ich Sie damit kurz belästigen? Ist das, passt Ihnen gerade? Oder Sie geben den jetzt wieder ab, weil Sie es nicht mehr brauchen? Oder das soll also investiert werden, das Geld? Was wäre denn für Sie vorstellbar, wo wir sagen könnten, okay, da könnten wir uns irgendwo vielleicht verständigen? Wissen Sie was, ich mache mir mal ein paar Gedanken dazu. Wenn das irgendwie für mich in Frage kommt, würde ich mich da nochmal melden. Die Corvette, hatten Sie ja geschrieben, ist unfallfrei laut Carfax. Ich finde das Auto nie uninteressant, deswegen rufe ich auch an. Nur preislich kriege ich das halt nie so ganz gestemmt. Zu welchen Konditionen, ohne viel Trara und Geheule vor Ort, könnte man dann rauskommen? Also ganz ehrlich, so im Bereich von 45 hätte ich gedacht. Ne? Dann besprech das einfach mal mit der Madame und dann einfach kurz nochmal durchkommen und mir Bescheid sagen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt will er mit seiner Mutti reden, weil der Preis ist doch relativ hoch. Was auch immer die dazu zu sagen hat, keine Ahnung. Wir werden es mal sehen. Die Mutti, das ist deine Alte. Nee, die Mutti ist auf Deutsch gesagt deine Frau. Und mal wieder werden dem Big Boss Steine in den Weg gelegt. Kein Kaufrausch in Dresden in Sicht. Das schlägt weiter auf die Stimmung. Nervt mich eigentlich selber, dass heute nichts Gescheites geworden ist, ne? Um ehrlich zu sein. Sonst ist eigentlich immer irgendwas. Aber es gibt halt, wie ein Händlerkollege mal zu mir sagte vor vielen Jahren, es muss so Tage geben, an denen nichts wird. Ist ganz einfach. Die gibt's halt. Und dagegen gibt es nur ein Mittel. Spielzeug testen. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Halligalli. Fahren noch eine Runde Renault 5, damit heute noch was Schönes wird, oder? Wenn wir wirklich Spaß haben. Riecht's komisch, riechst du das? Jo, da tropft schon irgendwas. I wanna make a project that's on deck. Enrico hatte einen Scheißtag. Kein Autokauf in Sicht. Deshalb gönnt sich der Chef eine Spritztour im Neuankömmling Renault 5. Nach dem ganzen Scheiß, der so über den Tag passiert, ist das nochmal so die kleine willkommene Abwechslung. Den Kameraden nehmen wir uns lieber mit. Mit dem Renault, du weißt nicht, was passiert, ne? Wer von euch kann Feuerlöscher bedienen? Du? Gut. Das Problem ist an dem Auto, ganz ehrlich, mit der Karre ist einfach noch keiner gefahren. Das hat man eben mal komplett auseinandergebaut, ein anderer Motor, anderes Herz da reingepflanzt, dann wieder alles zusammengebaut, mal über den Prüfstand gejagt. Da hat das Ding über 130 PS gehabt und das war's. Mehr ist jetzt über das Auto noch nicht bekannt. Ob wir damit in 2 Kilometer liegen bleiben, ob die Tankanzeige geht, ob überhaupt irgendwas funktioniert, das weiß keiner so genau. Der Giftzwerg aus Frankreich. Die Krawallbude aus den 80ern rennt maximal 201 km/h. Damals der schnellste Kleinwagen. Sag ganz ehrlich, da kannst du jetzt sagen, dass ich Scheiße laber oder so, ist mir auch egal. Das ist halt meine Meinung. Ich feiere sowas irgendwie mehr als irgend so ein AMG oder RS oder M. Ich meine, das ist alles toll und schick und schön, aber das bringt einfach nicht so viel Spaß. Dieses ganze künstliche Rumgeschepper und Geknalle. Wenn es hier knallt, dann ist es entweder der Motor gewesen oder der Auspuff. Ich meine das übrigens ernst mit dem Feuerlöscher, ne? Also falls das brennt, muss einer von uns beiden schnell rausspringen. Guck schon mal, wie das geht. Und dann hoffen wir, dass der reicht, ne? Kannst du Polnisch? Ja. Muss man den vorher schütteln? Aber wir müssen uns auch absprechen, wer von uns die Kamera hält währenddessen. Ach so. Ja, das könnte schwierig werden. Und wahrscheinlich rennen wir dann wie zwei aufgeschreckte Hühner um die Karre und keiner filmt. Ja, ganz eigentlich einfach, ne? Das ist ja idiotensicher. Immer drücken. Eins und zwei, das könnt ihr auch ihr von der Fernsehbude, oder? Warst du in der Schule? Deswegen bin ich ja beim Fernsehen. Achso, das ist eigentlich logisch. Bereit? Die Tankanzeige sieht vielversprechend aus. Um ehrlich zu sein. Ob wir damit jetzt noch eine Runde fahren können? Wie weit der Renault tatsächlich kommt, muss ich erst zeigen.
ob diese Fahrt zur Entspannung von Enrico beitragen kann. Fahren wir ein bisschen warm. Dann hoffen wir mal, wenn das Ding nicht scheiße ist. Ja, das ist es, Alter. Du musst mal die Ladedruckanzeige im Blick haben, Kunde, wenn der Bus kommt. Wo die hingeht. Gut. Das ist so herrlich bescheuert. Gut, mal, guck mal. Das ist zu geil. Jetzt geht noch nicht mal Gas, ja? Das war, wo die Ladedruckanzeige hinmarschiert. Die fliegt gleich raus. Kunde. Da sind wir gerade mal bei knapp 4. Da will das Ding schon die Ladedruckanzeige rausschmeißen und sagt Zau! Und dann spickt ihr da drüben in der Scheibe. Damit der Turbo überhaupt Boost bilden kann, muss erstmal Sprit in den Tank. So, der Franzose, wo hat denn der sein Rüsselloch? Ich meine links, oder? Der Franzose macht da alles anders. Wir fahren jetzt mal richtig heiß, gucken, ob irgendwo was rausläuft, tropft, anfängt komisch zu riechen, zu qualmen, zu brennen. Deswegen auch immer auf die ersten Meter, weil hier wirklich laut Aussage des Verkäufers noch keiner wirklich gefahren ist mit dem Ding. Immer Blick in den Spiegel, fängt was an zu rosen, zu qualmen, Flammen zu schlagen. Das wäre schlecht. Aber wenn ich hier schon die Wassertemperatur steigen sehe, du, weil da haben wir noch nicht mal irgendwas gemacht. Ich hoffe, der E-Lüfter springt an. Also fahren jetzt mal heiß und gucken, ob der angeht, der Kollege. Nee, das Ding dann gleich anfängt zu kochen, das wäre schlecht. Das Problem kenne ich schon bei dem Boden. Da haben wir schon Erfahrungen mitgemacht. Der ist richtig noch zu Hause, ne? Der Kleine hat richtig Bock, du. Der hat richtig Bock. Das ist geil. Vor lauter Geilheit ist niemandem aufgefallen, dass sich die Tankanzeige nach dem Tanken keinen Millimeter bewegt hat. Warum nur? Ja, moin. Riecht's komisch, riechst du das? Kann natürlich auch sein, dass wenn das Ding jetzt nochmal richtig heiß wird, dass da das ein oder andere nochmal irgendwie verdunstet an Öl oder so, hoffentlich. Also, ein bisschen tut man's nicht. Wo liegt das Löschgerät doch gleich? Jetzt ist schon mal dran fest am Feuerlöscher, ne? Press 1, Press 2. Bei 2 kommt. Ne, du musst aber hier die Lasche hier noch reindrücken, hier den Knopf, ne? Ah. Sonst geht da nichts los. Okay. Falls was komisch wird. Ich hoffe es jetzt nie, dass da irgendwas ganz komisch wird, aber es ist nie auszuschließen, ne? Und bei 2 kommt das dann raus vorne quasi, wenn ich die 2 drücke? In der Theorie, ja. In der Theorie? So, fahren wir nochmal schnell hier raus. Wegen kurz gucken, weißt du, ich habe eine Idee. Kicken wir schnell. Ne? Was Kreatur de Moteur so sagt. Kreatur de Malheur. Dass der Lüfter halt jetzt schon angeht, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Beziehungsweise ein sehr gutes Zeichen, damit wir nie Gefahr laufen heute, dass die Karre noch anfängt zu überkochen jetzt. Aber die mögen es ohnehin nie, dass sie im Stand ewig stehen und tuckern. Das ist nie so, finden die Renaults nicht so geil. Also die Renault 5. Also der auf jeden Fall nicht. Die haben immer thermische Probleme. Okay, das sieht aber auch schon mal alles ganz gut aus. Jo, da tropft schon irgendwas. Jo, das ist Sprit. Das ist nicht so gut. Dann würde ich sagen, fahren wir lieber wieder zurück. Der Franzose ist inkontinent. Bevor Schlimmeres passiert, macht sich Enrico auf, zurück zur Autogesellschaft. Ist das die nächste Hiobsbotschaft an diesem verkorksten Tag? Also Hiobsbotschaft wäre es gewesen, wenn das Ding hier einfach abgebrannt wäre und wir mit dem Schlepper irgendwie wieder zurückgekommen wären. Das wäre Hiobsbotschaft, mit Motorschaden oder irgendeinem Käse. Aber da wir es aus eigener Kraft erstmal so 10 Kilometer geschafft haben, ist das schon erstmal nicht schlecht gelaufen. Jetzt stellen wir die Mängel ab, die wir gefunden haben, beziehungsweise gucken nach, was los ist. Versuchen das in den Griff zu kriegen und dann fahren wir die nächste größere Runde. Und so tasten wir uns dann so langsam ran, bis das Auto eben funktioniert. Also vom Kauf her denke ich, bis jetzt auf jeden Fall nicht der schlechteste Griff.
Für den Boss hat der Tag damit ein versöhnliches Ende genommen. Zeit für den Feierabend. Jetzt ist hier Schicht im Schacht, wir gehen heim. Wir essen Zeit. Tschüss, Leute. Eastside Motors. Diesmal kein Kaufrausch in Dresden.